Es ist ein sonniger Tag mitten in New York City und ich frage mich sowieso schon den ganzen Tag, was die ganzen Leute hier so machen. Man hört ja vieles. Einige gehen in ein Café, einige machen eine Straßenrundfahrt oder man fährt nach Alcatraz, dieses krasse Gefängnis. Angeblich soll in Alcatraz noch nie jemand ausgebrochen sein. Das ist ja alles schön und gut und ist auch sonnig und so und ist auch cool, aber irgendwie ist das hier ziemlich langweilig, muss ich sagen, für eine Stadt, die niemals schläft. So nennt man ja New York. Also wenn ihr wollt, Leute, dass jetzt hier mal ein bisschen mehr Action passiert in der Stadt, dann lasst jetzt mal ein Like auf dem Video da. Okay, ich glaube, das hat funktioniert. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was sich geändert hat. Seht ihr jetzt direkt schon einen Unterschied da vorne auf der Insel? Da ist übrigens die Freiheitsstatue. Wieso wackelt denn das so? Was wackelt denn jetzt hier auf einmal so? Hier wackelt irgendwas. Als wäre hier gerade ein Erdbeben hier unten auf dem Boden. Warte mal, ich muss mal nachgucken. Ist hier irgendwie eine Figur, die hier gerade irgendwie was rumschiebt oder so? Hier drüben ist doch ein Gebäude umgekippt. Nee, doch nicht. Das sah so aus. Alter, was soll das denn? Ich höre hier was. Hier vorne irgendwo. Was ist denn da? Seht ihr das auch da? Jo, da ist irgendwas Feuer geflogen gerade. Hä? Was war denn das für ein Teil? Wenn ihr es eingebildet habt, das habt ihr doch auch gesehen. Und ich höre hier auch irgendwas ganz, ganz leise entfernt. Also irgendwas muss hier jetzt gerade rum. Oh Gott, hier schießt doch irgendwas. Hier ist irgendwo was. Hä, hier vorne? Ey Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, das ist Optimus Prime, Leute. Alter, einfach ein Transformer. Und ich dachte immer, Optimus Prime wäre korrekt. Der wäre doch eigentlich immer so ein netter Transformers, oder nicht? Alter, der will hier einfach die ganze Stadt zerstören. Guck mal, wie er hier alles kaputt macht. Optimus, entspann dich mal ein bisschen. Ja, mach mal hier bitte nicht einfach so alles kaputt, Junge. Alter, guck mal, der macht einfach die ganzen Gebäude da hinten Schrott. Wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Und sorry, wäre es, wenn wir zum Beispiel einfach mal so einen kleinen Wall hier vorne hinbauen. Mit so Brettern. So, dann kann der uns doch bestimmt hier einfach so eine Mauer. Dann kann der uns doch, hier kann er niemals durch. Ich meine, es ist zwar ein Roboter, aber hier durch so einen Holzzaun, Leute, kann der doch niemals im Leben durch. Optimus, bitte lass mich in Ruhe. So, hier drüben auch nochmal. Und jetzt das Ganze am besten noch mit einem kleinen Kabel zusammenbinden. Optimus! So, hier schnell, oh Gott, hier schnell zusammenbinden. So, Optimus, entspann dich! Oh, was? Er macht meinen Zaun kaputt, Digga. Ich hab den gerade vor einer Sekunde erst gebaut. Was soll denn das werden, wenn es der hier ist? Alter, er macht hier einfach jedes Gebäude kaputt. Junge, Optimus Prime einfach komplett auf New York losgelassen. Er macht jetzt hier einfach jede Stadt kaputt. Was ist denn los mit dem Optimus? Du wirst jetzt sofort aufhören, hier alles kaputt zu machen. Alter, ich meine, guck dir das mal an. Einfach seine Schulter, die geht hier einfach lang. Der hat sogar einfach eine Waffe am Start. Ich dachte, Transformers sollen einfach nur gegen... Oh mein Gott, er macht das ganze Hochhaus kaputt. Ich dachte, Transformers sind korrekt. Ich dachte auch, die Autobots wären korrekt und machen hier nicht alles kaputt, Alter. Ich dachte, die kämpfen nur gegen die Decepticon. Und auf einmal macht er hier einfach komplett New York kaputt. Was ist denn los mit dem? Okay, wir müssen uns was anderes einfallen lassen, Leute. Oh nein, er zieht auf mich. Ich mach nichts. Ich mach nichts, bitte. Oh Gott, er macht hier einfach jedes Gebäude kaputt, Leute. Wir müssen uns was... Ah, er fällt hin, Alter. Er ist auf der Bananenschale ausgerutscht oder so. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und zwar müssen wir einen Weg finden, wie wir Optimus Prime am besten aufhalten können. Ich meine, mit dem Zaun hat jetzt ja nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe ja hier noch so eine Colt-Pistole. Damit schieße ich die ganze Zeit mal ein bisschen rum. Aber es macht auch nicht den Schaden, den ich mir eigentlich wünschen würde. Vielleicht kann man da ja irgendwie noch ein bisschen was besser machen. Vielleicht hier oben auf die Häuser rauf. Und jetzt hier genau auf diese, auf den Hand schießen. Vielleicht wäre es auch eine Option, ihn erstmal quasi zu entwaffnen. Das wäre doch eigentlich auch eine gute Möglichkeit, damit er überhaupt erstmal nicht mehr rumschießen kann. Weil ich meine, der macht ja so mit durchs Rumlaufen schon genug Schaden hier mitten in New York. Alter, jetzt fallen hier auch wirklich gerade die Gebäude ein, ne? Alter, da geht hier einfach, ist das das Empire State Building, was er hier... Nee, das ist das Empire State Building, ne? Oh mein Gott! Der macht hier wirklich einfach jedes Hochhaus kaputt, Junge. Optimus, was willst du? Ich will, dass die Leute jetzt sofort ein Like und auch ein Abo auf deinem Kanal da lassen, sonst zerstöre ich ganz New York. Ja, du zerstörst doch aber schon New York die ganze Zeit, hä? Was soll denn das ändern? Gar nichts. Ja, Alter, das ist ja wirklich mega unkorrekt. Alter, ja, Leute, dann lasst trotzdem bitte mal ein Like und auch ein Abo da. Vielleicht kann man ihn damit so ein bisschen ruhiger machen. Aber ich meine, jetzt haben wir seine Kanone gerade hier. Wir können mal da raufspringen. Oh Gott. Oh, Optimus, ich bin hier auf seinem Helm. Ich wollte sowieso schon mal sehen, wie der unter... Ah, jetzt falle ich hier runter, wie der unter seinem Helm aussieht, ne? Da ist er einfach. Er macht hier wirklich einfach jedes Gebäude kaputt. Mit der Pistole bringt es auch nichts. Mit Like und Abo hat es anscheinend auch nichts gebracht. Leute, der will einfach komplett New York platt machen. Der denkt einfach... Wie heißt nochmal der Planet von den Transformers, Leute? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Der denkt einfach, das hier wäre sein Planet, ne? Okay, ich habe hier noch was anderes. Und zwar habe ich hier eine Sniper. Damit können wir eigentlich mal gucken, ob wir mit der Sniper eventuell so zielen können, dass wir einfach komplett ihm Headshot ziehen können oder so. Bam! Oh Gott. War das Schaden? Bam! Ja. Ich glaube... Oh mein Gott, da oben am Kopf. Guck mal, am Helm, ihr seht es selber. Ich mache am Helm hier so ein kleines Loch ein. Ja, was willst du jetzt, hä? Was willst du... Oh Gott, er kommt. Was willst du jetzt machen, Optimus? Hau mal bitte ab, lass mich bitte in Ruhe einfach nur. Alter, der macht hier einfach die ganze Stadt kaputt. Leute, wir müssen uns jetzt irgendwie... Ich habe eine andere Idee. Wir könnten rein theoretisch mal so eine Explosivbanane nehmen und die einfach auf ihn werfen. Zack! Optimus, hier, nimm das, nimm eine Explosivbanane und... Wow, komplett getroffen, aber das macht auch noch nicht so den Schaden, den ich dachte. Alter, der haut hier wirklich jedes Gebäude kaputt, ey. Ich meine, guckt euch mal an, wie die Stadt einfach nach dem aussieht. Wer soll denn das alles wieder aufräumen? Soll ich das sein, der das aufräumt? Ganz bestimmt nicht. Optimus Prime, du wirst hier heute einfach mal zu einer Mikrowelle gemacht. Zu Altmetall.
Brauchst doch gar nichts auf mich zielen, Alter. Ich schmeiß dir eine Banane auf dich und dann war's das mit dir. Hier, noch, nimm noch eine, nimm noch eine. Oh, oh mein Gott. Oh nein. Jetzt ist er ganz wütend, Leute, schnell weg, lauft! Jetzt ist er ganz, ganz wütend geworden auf einmal, Alter. Optimus Prime ist wütend. Okay, okay, okay. Wir müssen, warte mal, jetzt, wo wir gerade mal ein bisschen Zeit haben gerade, könnten wir. Wir könnten ihn einfach zur Freiheitsstatue locken und das sozusagen als Insel benutzen, damit wir ihm sozusagen eine riesige Falle stellen können. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, dieser eine Decepticon, das sind ja die feindlichen Transformer, ich glaube, der wurde über mehr freigelassen. Wir könnten den vielleicht auch holen. Wie heißt nochmal dieser feindliche Decepticon, dieser Feindroboter da? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine, guckt euch mal bitte einfach Optimus Prime den an, er macht einfach alles kaputt. Wir könnten auch Bumblebee rufen, der ist doch sowieso auf meiner Seite, der ist doch eh übelst korrekt, das Auto. Alter, warte mal. Oder wir holen einfach mal Megatron, Megatron hieß der, den wir hier im Ozean verbuddelt haben. Und den könnten wir holen, dass der gegen Optimus Prime kämpft. Wie krass wäre das denn? Aber jetzt gerade sehe ich erstmal was anderes. Und zwar ist da einfach Feuer ausgebrochen, Leute. Deswegen müssen wir jetzt hier schnell rüber und das Feuer löschen, weil ich möchte nicht, dass hier die ganze Stadt abbrennt. Ich habe auf jeden Fall den Feuerlöscher schon parat. Und deswegen jetzt hier erstmal schön alles löschen, bevor das Feuer sich... Optimus Prime! Optimus Prime, hörst du mir zu? Du entspannst dich jetzt mal ein bisschen. Du hörst jetzt mal hier auf, alles kaputt zu machen und die ganze Stadt zu zerstören. Ist das klar? Sonst brennt hier wirklich jedes Gebäude nach und nach ab. Sag mal, kann das auch mal aufhören zu brennen? Ich mach doch schon hier mit so einem krassen Feuerlöscher. Oh, wie gut ich kann. Alter, das geht hier übelst ab. Alter, der ganze Rauch zieht mir ins Gesicht. Sag mal, wie viel Feuer soll hier denn noch sein? So, hier drüben auch nochmal ein bisschen. Komm schon, das muss doch wohl zu löschen sein hier. So, okay, das sieht gut aus. Boah, Feuer, Gott sei Dank gelöscht. Ich will nicht, dass er hier noch mehr Gebäude kaputt macht, Leute. Das liegt nur daran, weil der die ganze Zeit mit seiner krassen Laserkanone hier so rumschießt, ne? Wir könnten auch eine Falle bauen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel so ein kleines... so ein X ranmale, ja? Ihr seht es selber, ist jetzt nicht das perfekte X, aber ich mache hier ein X ran. Jetzt mache ich hier vorne... ich spanne hier einfach ein paar Seile. Warte mal, so macht man das doch generell bei so großen Leuten und nicht einfach so Seile spannen, worüber die hoffentlich fallen, wo die so drüber stolpern. Hier, Seile gespannt. Und jetzt fall darüber. Fall darüber, Optimus Prime. Zeig, was du kannst. Ich mache noch ein paar mehr. Hier, oh, ich habe ihn festgemacht. Oh mein Gott, ich schwöre euch, der fällt jetzt richtig hin. Oh Gott, er macht irgendwas. Der macht hier das Gebäude schon wieder kaputt. Der macht hier das Gebäude schon wieder kaputt. Okay, okay. Mal gucken, ob das mit den Seilen, ob das eine gute Taktik ist. Das könnte eigentlich funktionieren, dass das klappt. Oh, mal gucken. Er macht auf jeden Fall das ganze Gebäude Schrott. Optimus! Hör sofort auf, hier alles zu zerstören, Alter. Oh, nein, ich falle nicht ins Wasser. So. Ey, die Seile, die Seile, die Seile. Oh, es bringt was. Es bringt was. Er hängt irgendwie ein bisschen fest, habe ich das Gefühl gerade, oder? Er macht hier einfach Tennisspiel mit so einem Hochhaus, Junge. Da, er hängt fest am Seil. Er hängt hier am Seil. Okay, und? Jo, das sieht gut aus. Der kommt. Jetzt hier rausschießen. Jawohl, er hängt am Seil, Junge. Was willst du jetzt machen, ne? Ich, hier bin ich. Hol mich doch, hol mich doch. Wie weit kann der das Seil bitte spannen? Wie weit kann der das Seil bitte spannen? Alter, das Seil macht ja gar keinen Schaden. Aber vielleicht bringt es was, wenn wir ganz, ganz viele Seile nebeneinander haben. Also wenn wir 100... oh, das Seil ist gerissen. Nee, doch nicht. Vielleicht bringt es was, wenn wir 100 Seile zusammen haben oder so. Dass das wie so ein Gummiband wirkt, dass es einfach jetzt komplett zuhält. Okay, warte mal, das ist nur... oh, er fällt hin. Ich habe gesagt, das Seil ist gut gespannt. Ich hab doch gesagt, weiter kann er also nicht. Das ist also sein Angriffsradius. Hä, wo geht er hin? Digga, der kann auch einfach durchs Wasser hier gehen, obwohl es hier irgendwie 20 Meter tief ist. Geht er hier einfach durch, als wäre es gar nichts, ne? Optimus, komm mal her hier. Junge, der haut einfach ab. Der will jetzt die Brücke zerstören. Kommt gar nicht in Frage. Nein, Leute, jetzt will er die Brücke kaputt machen. Was ist das denn? Jetzt ist das Seil gerissen und jetzt macht er da die Brücke kaputt hier vorne, oder was? Nein, der lässt die ganze Brücke ja sogar abstürzen. Optimus, was machst du? Da habe ich eigentlich nur eine einzige Idee. Und zwar können wir nur den Decepticon Megatron holen, damit er hier gegen Optimus Prime kämpfen kann. Oh, hier Flugzeug auf ihn schießen und... ah, hat nicht ganz gereicht. Nochmal, nochmal Flugzeug auf ihn schießen und... yo, okay, okay, nicht schlecht. Optimus, wo willst du überhaupt hin, Junge? Der will ja komplett abhauen. Ey, jetzt ist er hier wieder am Start und er schießt auch rum und er hat einfach noch so ein Seil am Fuß. Das ist genau unsere Chance, um jetzt Megatron zu holen, Leute, damit wir die gegeneinander kämpfen lassen können. Alter, guck mal, der macht hier wirklich wieder jedes Haus kaputt. Entspann dich mal ein bisschen. Alter, okay, warte mal, ich habe eine Idee. Es ist soweit, Leute, da ist der Megatron und er schießt hier auch. Und jetzt wird einfach gleich Optimus Prime gegen Megatron kämpfen. Oh mein Gott, Optimus Prime macht sich ready. Ich hoffe, dass sogar hier der Decepticon gewinnen wird oder so. Ich hoffe mal. Alter. Ich sag euch, Optimus Prime wird jetzt so hardcore zerstört gleich. Alter, ich hoffe, die ganze Stadt geht nicht so krass kaputt, ne? Oh, es geht los, Leute. Es geht los. Die kämpfen jetzt einfach gegeneinander. Oh Gott, es geht los. Alter, die rasten ja völlig aus, beide. Alter, hier Schulter gegen Schulter. Die wollen erstmal ein bisschen sich duellieren, oder was? Was machen die? Alter, hat Megatron den nicht gesehen, den Optimus Prime? Der ist hinter dir, Kollege. Hast du ihn nicht gesehen, oder was? Und Optimus Prime, oh, dreht sich hier einfach komplett. Junge, guckt euch mal an, was hier jetzt gerade passiert, Alter. Optimus Prime gegen Megatron. Und die sind einfach beide am Start. Das sieht fast so aus, als wären die auch gar nicht richtig sauer aufeinander. Ich dachte, die kämpfen jetzt übelst krass gegeneinander, aber das sieht so aus, als wären die sogar richtig cool miteinander. Hallo!
Sag doch jetzt mal was, Megatron, Alter. Du kannst doch jetzt hier nicht einfach aufs nächste Gebäude raufgehen, ey. Was soll denn das werden, ey? Lass doch bitte die Gebäude in Ruhe. Die kämpfen nicht gegeneinander, Junge. Die sind komplett abgelenkt hier dabei, diese komische Stadt, einfach die Stadt zu zerstören. Also ich hätte gedacht, dass Megatron Optimus Prime jetzt einfach mal kurz innerhalb von 2 Sekunden komplett klein macht. Dass er sich einfach nur noch in so ein ferngesteuertes Auto transformieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt einen Film, der handelt von einer Echse aus der Vergangenheit und von New York City. Einige von euch wissen wahrscheinlich schon, von wem ich rede, und zwar von Godzilla. Und Godzilla ist halt so ein Monster. Das kann, glaube ich, eventuell sogar beide hier zerstören, weil das so einen krassen Laserstrahl hat. Das könnte sogar funktionieren. Und wenn ihr jetzt Godzilla in die Kommentare schreibt, Leute, dann kommt Godzilla hier hoffentlich aus dem Wasser raus und wird die beiden komplett killen, weil so geht es nicht weiter. Die kämpfen nicht gegeneinander. Die wollen hier einfach nur so viel Schaden machen, wie es geht und New York City komplett kaputt machen. Ja, Leute, einfach Godzilla am Start. Guckt euch das mal an, Alter. Und jetzt hoffe ich natürlich, oh mein Gott, das Godzilla hier direkt gegen die beiden kämpfen würde. Ich meine, Godzilla ist wesentlich größer, also hat vielleicht sogar eine krasse Chance gegen die und kämpft hier auch direkt schon mal gegen Megatron, hat ihn einfach gerade eingeschlungen unter den Händen und versucht hier gerade wirklich alles. Oh mein Gott, was ist das denn? Megatron ist ja schon in 2 Hälften zerteilt. Digga, Godzilla hat ja ganz, ganz kurz einen Prozess gemacht. Da liegen nur die Beine rum. Und jetzt hier auf Optimus Prime, oder was? Auf Optimus Prime, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn überhaupt Optimus? Da ist Optimus. Okay, Godzilla, komm mit. Du musst jetzt hier auf Optimus Prime gehen und ihn zerstören. Na, du blöder Roboter. Du blöde Blechbüchse. Wow, er schießt auf ihn, oder? Nee, er schießt doch nicht auf ihn. Er schießt auf ihn fast. Oh mein Gott, Optimus Prime weiß gar nicht, was er machen soll. Optimus Prime versucht hier einfach abzuhauen vor dem. Aber vor Godzilla ist niemand sicher, Leute. Oh Gott, Godzilla ist so hart, oh, krass OP. Okay. Was passiert denn jetzt? Sag mal, oh mein Gott. Alter, wieso schießt er denn auf mich? Er schießt hier einfach auch auf Optimus Prime. Alter, einfach auf den Kopf geschossen gerade. Und die beiden machen zusammen einfach noch das Gebäude kaputt. Yo, Godzilla schiebt hier genauso das Gebäude kaputt wie Optimus. Und jetzt gerade tritt Godzilla einfach komplett auf Optimus Prime drauf, Leute. Und ich, Alter, er schießt sogar hier einfach noch komplett rum. Ich glaube, Optimus Prime wurde zertrampelt. Guck dir das mal an. Die Beine einfach komplett Schrott. Optimus Prime wurde zur Thunfischdose gemacht, Junge. Der wird sich gar nicht mehr transformieren. Alter, wie krass ist einfach Godzilla. Aber jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir schon mal die beiden Roboter sind wir sozusagen losgeworden. Wie wird man jetzt Godzilla los? Das ist halt auch eine gute Frage. Hier vorne brennt es. Also muss ich mal ganz kurz wieder... Alter, das ganze Gebäude brennt ja sogar. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier wieder alles löschen. Hier drüben auch nochmal. Alter, Leute, ey, das ganze Haus brennt ja ab. Was soll das denn, ey? Na gut, komm. Wir müssen hier einmal ganz kurz sorgfältig alles löschen und dann hoffentlich brennt hier nichts weiter. 5000 Jahre später. So, ich glaube, es ist aber alles gelöscht worden. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus, auch wenn das Gebäude komplett verbrannt wurde. Aber da vorne ist Godzilla. Und jetzt müssen wir uns das einfallen lassen, Leute. Jetzt müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Und zwar habe ich ja hier noch immer noch dieses Scharfschützengewehr. Und Godzilla ist ja so eine Art Dinosaurier oder so ein Tier. Eventuell können wir mit Godzilla, mit dem Scharfschützengewehr, Godzilla einen Headshot ziehen. Na, macht das Schaden? Na, Godzilla, macht das Schaden? Ich meinte es nicht so. Oh Gott, Leute, wir können doch keinen Headshot ziehen. Dann vielleicht mit der Feuershotgun. Wir testen es mal aus, komm. Hör auf, um ihn zu schießen, Alter, mit der Feuershotgun. Kriegt die Godzilla jetzt mal ein paar Schüsse rein. Hier, so, hier drüben auch nochmal. Nee, ihr seht es selber, selbst mit Feuershotgun keine Chance. Das macht auch noch nicht den Schaden, den ich mir vorstelle. Also ich wollte eigentlich jetzt, dass das... Warte mal, die Flugzeuge. Diese krassen Flugzeuge, oder? Das könnte doch auch funktionieren, wenn ich Flugzeuge nicht habe. Die Kanone. So, hier ist sie. Und jetzt hier mit gegen Godzilla... Mit der Flugzeugkanone und Feuer! Oh mein Gott, Alter, wie sieht das aus? Die Flugzeuge, Godzilla, macht hier einfach die ganzen Flugzeuge zu Staub, Junge. Alter, Godzilla zerstört hier einfach jedes Flugzeug gerade. Aber es sieht fast so aus, als würde Godzilla brennen. Doch nicht, ey. Godzilla ist ja feuersicher, ne? Vielleicht hier mit dem Laser? Vielleicht hier mit dem Laser können wir uns da reinbrennen in Godzillas Beine? Auch nicht. Ey, was können wir denn dagegen machen, sag mal? Vielleicht hier ein Flugzeug, hier so ein Klavier, was einfach so runterfällt? Auch nicht. Dann Shotgun. Hier, Schrimpelkanone. Geht auch nicht. Hä, was ist denn das? Was können wir uns sonst einfach lassen? Womit könnte man Godzilla jetzt noch zerstören? Und schreibt mir was Gutes in die Kommentare. Weil ich meine, mit so Explosivbananen funktioniert auf jeden Fall auch nicht. Alter, wie soll man den aufhalten, ey? Vielleicht mit einem Raketenwerfer auf den Kopf? Ich glaube generell, dass der Kopf so eine ziemlich schwache, Position ist, wo man einfach viel Schaden machen kann. Oder Wurfsterne, die explodieren. Das könnte doch auch funktionieren, oder? Schön auf die Beine hier rauf. Ja, nee, funktioniert auch nicht so, wie ich denke. Mann, ey, was soll ich denn machen jetzt? Da wäre ja fast Optimus Prime noch besser. Der hat wenigstens nicht ganz so viel Schaden auf einmal gemacht. Alter! Alter!
Und da stürzen die ganzen Gebäude im Hintergrund. Ein Junge, was ist los mit Godzilla, Alter? Der ist ja komplett am Abrasten. Ey, lass mich bitte in Ruhe. Hallo, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Okay, okay. Wir müssen ihn auf jeden Fall ein bisschen hier aus der Stadt rauslocken. Alter, wie er gerade mit seinem Schwanz einfach alles komplett kaputt gemacht hat. Er hat gerade komplettes Hochhaus gerade einmal so ganz kurz umgehauen. Okay, Godzilla, keine Sorge. Du wirst jetzt original dran glauben. Du wirst jetzt dran glauben. Und zwar hier mit C4. Und zwar hier an deinen Füßen. C4 wird festgemacht. Und boom. Oh, was? Macht auch keinen Schaden. Was ist denn der natürliche Feind von Godzilla? Mecha-Godzilla, also sozusagen der erweiterte, der ist einfach so zu auch so ein Roboter ist. Aber ein Roboter will ich jetzt ungern nochmal in der Stadt haben. Vielleicht Asteroiden? Asteroiden, macht das Sinn? Hier so ein paar Asteroiden anschmeißen? Ja, sieht gut aus, oder? Er brennt auf jeden Fall. Alter, was raucht denn das hier so krass? Also, ich würde mal fast sagen, Godzilla brennt auf jeden Fall. Aber auch Asteroiden machen keinen Schaden, ne? Ey, was ist hier mit den Einfangen? Ey, einfach ganz normal die Optimus Prime Technik. Hier mit Seilen. Mit Seilen auf dem Boden fixieren. Ganz, ganz viele Seile. Das könnte funktionieren. Das könnte jetzt wirklich funktionieren, Leute. Ich mache keinen Spaß. So, hier drüben auch nochmal am Schwanz. Hier so schön auf den Boden immer machen, festmachen. So, zack. Hier. Oh mein Gott. Okay, die Seile sind ziemlich auf Spannung. Aber das könnte wirklich funktionieren. Jetzt nochmal den anderen Fuß auch nochmal. Zack, immer schön hier auf den Boden rauf. Oh mein Gott. Ja, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Hier drüben. Er will abhauen. Er will abtauchen ins Wasser. Ihr seht es selber, Alter, die ganzen Seile, die hier gespannt sind, ne? Ihr seht es selber, er will einfach mit den ganzen gespannten Seilen abtauchen, Leute. Er merkt, dass es langsam eng wird. Also die Seile sind auf jeden Fall der richtige Weg. Ich frage mich auch, guck mal, es ist so viel kaputt schon. Wann kommt denn hier endlich die Bundeswehr oder irgendwie die Army oder so an? Ey, die Seile sind so krass gespannt, Leute. Was ist das denn, Alter? Oh mein Gott, da sind sogar Army-Helikopter, aber die sind einfach gerade abgestürzt. Oh Gott, aufpass auf die Rotorblätter hier. Nicht, dass hier noch irgendwas kaputt geht. Gott sei Dank ist da oben aber noch ein Helikopter, Leute. Das könnte unsere Rettung sein. Wir gucken mal hier, Godzilla. Lass mich mal bitte in Ruhe. Ich flieg mal mit dem Jetpack hier kurz hoch. Oh Gott, aufpass auf die Rotorblätter, dass sie nicht getroffen werden. Alter, Godzilla nimmt einfach die Helikopter hier und will die einfach auch komplett auffressen, ne? Und hier brennt es auch die ganze Zeit. Alter, der macht hier wirklich sein... Der macht hier echt sein Unwesen, ne? Der macht hier wirklich sein Unwesen. Was soll ich gegen Godzilla noch machen, Leute? Ich habe keine Ahnung. Selbst die Army mit den Helikoptern kann nichts machen. Die dreht da oben nur ihre Kreise. Aber so richtig helfen tut die mir auch nicht. Die schießt nicht auf den mit dem Gatling oder sowas. Die macht einfach gar nichts, Leute. Die guckt einfach nur zu. Die will, dass ich hier alleine gegen den kämpfe, ne? Alter, immer auf, um mich zu schießen. Bitte, lass das jetzt mal. Okay, eine einzige Idee habe ich noch. Wir könnten Godzilla an einem Haken festmachen und ihn dann sozusagen mit dem Helikopter hochziehen. Aber mit einem Helikopter, weiß nicht, ob das was wird. Mit einem Helikopter wahrscheinlich mega, mega schwierig. Weil das Ding ist, wenn er hier, oh Gott, wenn er sich nur einmal so krass bewegt und so, dann wird er die ganzen Helikopter abstürzen lassen. Da kann ich doch gar nichts machen. Da könnte ich auch wahrscheinlich 100 Helikopter haben. Und wenn er sich einmal krass bewegt und so, auch keine Chance. Eine andere Alternative wäre jetzt, bei einer Apotheke irgendwie so ein krasses Betäubungsmittel zu holen. Oder beim Tierarzt oder so. So ein krasses Betäubungsmittel, dass man ihn quasi betäuben kann. Und dann irgendwo auf einer einsamen Insel, auf einer Vulkaninsel oder so aussetzt, dass er nie wieder hier in die Stadt findet. Dann müsste man ihn quasi nicht abschießen. Na gut, ich hätte aber auch nichts dagegen, ihn einfach platt zu machen, Alter. Weil dann haben wir wenigstens auch in der Zukunft keine Probleme mehr. Und dann findet er nicht irgendwo wieder von irgendeiner Insel wieder zurück runter, ne? Der soll ja angeblich... Hier, macht einfach alle Hochhäuser kaputt. Der soll ja angeblich vom Komodo-Varan abstammen, ne? Diesem Tier, was nur so Kiffen hat. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Weil das Ding ist, da oben ist der Helikopter. Der Helikopter checkt natürlich ganz genau, dass ich im Schussfeld bin. Vielleicht ist auch genau das Problem, dass ich hier nicht die ganze Zeit so nah an Godzilla rumlaufen darf. Sondern ich muss so ein bisschen ausweichen, so ein bisschen aufpassen, dass ich hier so ein bisschen nicht so ganz in seine Nähe gehe. Ich probiere es einfach nochmal. Ich probiere jetzt einfach mal das Extreme, Leute. Wir nehmen einfach mal hier diese Explosivbananen und schmeißen die jetzt wirklich so viele wir können. So viele wir können auf Godzilla rauf. Mit der Hoffnung, dass hier natürlich ein bisschen was kaputt geht. Es würde reichen, wenn wir das Bein auch nur so ein bisschen anpacken können. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass er... Dann weiß ich auf jeden Fall, dass Godzilla nicht mehr lange zu leben hat, Junge. Aber ihr seht es selber, selbst so viele Explosivbananen, so viele Seile. Der Helikopter hier über uns, Leute. Was soll ich gegen Godzilla noch machen? Ich habe eine letzte Idee. Ich habe eine einzige letzte Idee. Ich könnte versuchen, so einen Asteroid, den ich hier habe, den jetzt, zack. Ich könnte versuchen... Au! Mann! Ich könnte versuchen, den in seinen Mund reinzuwerfen, während er mich abschießt. Oh mein Gott, wenn das jetzt klappt. Wenn das jetzt klappt. Da schießt er. Er schießt hier auf alle Gebäude. Nein! Was macht der Mann, Alter? Der soll mal ein bisschen chillen, ey. Der macht hier alle Gebäude kaputt. So, jetzt. Ich bin bereit, ich bin bereit. Du gegen ich, Godzilla. Mach auf den Mund. Mach auf den Mund. Na, komm schon. Entspann dich. Mach auf den Mund und schieß auf mich. Und Feuer! Wow, rein in seinen Mund, Leute. Rein hier. Wow, mach da.
das Schaden? Macht das Schaden? Hat das funktioniert? Hat das funktioniert? Wir gucken mal. Er brennt auf jeden Fall komplett ab, aber ich sehe da oben schon, Leute. Er ist einfach immer noch am Start, obwohl er einfach gerade am Abbrennen ist. Und jetzt müssen wir hier einfach weg hier, weil ich hoffe, dass die Army da wenigstens ein bisschen was anrichten kann. Aber ich kann euch ehrlicherweise nicht sagen, ob das was bringt. Godzilla, lass uns bitte einfach in Ruhe. Verlass bitte einfach nur New York City. Du hast hier nichts verloren. Der Helikopter da oben, ne, der hat auch keine Ahnung, was er machen soll, Leute. Ich weiß nur, dass Godzilla da die ganze Zeit die Gebäude zerstört. Da wären wir mal lieber bei Optimus Prime gewesen, hätte man wahrscheinlich noch irgendwie kleiner zerstören können mit der Army oder sowas. Aber Godzilla ist sogar noch ein größeres Problem. Du brauchst ja auch gar nicht auf die ganzen Gebäude zu schießen, Godzilla. Hör mal bitte auf jetzt hier. Die fallen alle den Erdboden. Alter, New York ist auf jeden Fall nicht mehr das, was es mal war, Leute. New York City ist einfach komplett dem Erdboden gleich gemacht. Ich meine, ihr seht selber, wie viele Orte hier einfach sind, die abbrennen. Ich kann das unmöglich alles alleine löschen. Die höchsten Gebäude hier, die hier noch über sind, die werden jetzt auch jede Sekunde wahrscheinlich zerstört werden, weil Godzilla einfach komplett rachsüchtig ist, Junge. Der macht ja einfach alles komplett kaputt. Ey, der soll einfach mal ein bisschen aufhören und chillen, Junge. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist, Alter. Hier sind überall die ganzen Gebäude, ne? Der Helikopter da oben fliegt immer noch rum. Guckt das sich das Ganze an. Ich glaube ehrlich gesagt, dass hier der Präsident oder so, die haben einfach alle New York City schon aufgegeben. Ey, jetzt macht er sogar noch die letzten hohen Gebäude in New York City kaputt, ne? Guckt ihr das mal an. Die letzten Gebäude, Leute. Er konnte es nicht sein lassen. Godzilla macht hier wirklich die letzten Gebäude, die letzten Ebenen und Wohnungen. Ich hoffe nur, dass die ganzen Leute sich irgendwie... Alter, das Haus stürzt auf ihm ein! Ich hoffe nur, dass irgendwie die ganzen Leute sich retten konnten, aber ihr seht es selber, Alter, mit so... Alter, er schießt Meteoriten, Junge! Ihr seht es selber... Ay, wow! Mit dieser ganzen Kraft, die Godzilla hat, Leute, keine Chance, da irgendwas zu machen. New York City ist auf jeden Fall komplett verloren. Wir müssen die Stadt zurücklassen. Ich konnte es leider nicht retten. Wenn ihr auf jeden Fall irgendwelche Ideen habt, Leute, wie wir Godzilla aufhalten können oder wie wir New York City eventuell noch retten können, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und tut mir den Gefallen, checkt unbedingt das Video aus, was ihr hier gerade irgendwo auf dem Bildschirm seht. Das würde mich sehr, sehr freuen. Support ist Ehrensache, wenn ihr meine Videos bis zum Ende guckt. Vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Like und Abo da lassen. Bis dahin und ciao, ciao.